Kommen Sie gut und stressfrei über die Weihnachtsfeiertage und ins neue Jahr. Das wünschen Ihnen Ihre Entsorgungs- und Recyclingunternehmen HLD, Hoyerswerda, Landhandelsdienste und Glaukon Containerdienst. Seien Sie gewiss, auch im kommenden Jahr sind wir Ihre Nummer 1 für eine saubere Umwelt. Bitte beachten Sie auch die geänderten Entsorgungszeiten über die Feiertage und zum Jahreswechsel. Das Möbelzentrum Großräschen sagt Danke für ein erfolgreiches Jahr 2014. Und zum Dank unsere Vorteile für Sie. Je 1.000 Euro Einkaufswert bekommen Sie 300 Euro geschenkt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Außerdem als Dankeschön für Sie nochmals 100 Euro geschenkt auf Ihren Einkauf noch bis zum 11. Januar. Aber so richtig nett wird es jetzt nur im Set. Und zwar bei den großen Aktionswochen im Tempur Matratzenstudio. Nutzen Sie unsere kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung Ihrer alten Möbel. Besuchen Sie uns auch zwischen den Feiertagen und erleben Sie besondere Angebote in allen Abteilungen. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Wir wünschen all unseren Kunden ein schönes Weihnachtsfest und einen gelungenen Start ins kommende Jahr. Schilder- und Werbeservice Haufe in Kamenzbieler und in Hoyerswerda Heinrich-Mann-Straße. Kommen Sie zu Haufe und Ihre Werbung bekommt ein Gesicht. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zu Ihrer Drehscheibe am Dienstag, dem 23. Dezember. Zwischen Weihnachten und Neujahr wird es wohl ungewohnt still bleiben auf den Straßen in der sächsischen Landeshauptstadt. Nach aktuellen Informationen wird es am kommenden Montag keine Demonstration des asylkritischen Bündnisses Pegida geben. Die Organisatoren planen eine Pause, nachdem gestern laut Polizei 17.500 Anhänger vor der Dresdner Semperoper versammelt waren. Zur Gegendemonstration trafen sich 4.500 Menschen in Ruf und Sicht. Weiter. 400 Frauen und Männer schlossen sich dem Friedensgebet in der Dresdner Kreuzkirche an. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Die ökumenischen Friedensgebete in den Kirchen der sächsischen Landeshauptstadt Dresden haben jetzt offenbar eine neue Bedeutung bekommen. Bereits seit 30 Jahren wird immer montags zum Gebet eingeladen. Am Abend des 22. Dezember kamen allerdings so viele Menschen in die Dresdner Kreuzkirche wie lange nicht mehr, um ein Zeichen zu setzen für Frieden, Toleranz und Gerechtigkeit. Auch Superintendent Christian Bär machte deutlich, dass es das eine ohne das andere nicht gibt und warnte zugleich vor Intoleranz und Abgrenzung. Dass Frieden ohne Gerechtigkeit nicht möglich ist. Und dass beides notwendig ist, um die wunderbare Schöpfung Gottes zu bewahren. Und dies alles widerspricht einem Geist der Abgrenzung und der Abschottung. Er widerspricht auch einer chauvinistischen Einstellungen wie das Kulturbüro von Sachsen die neuen politischen Strömungen in Deutschland nennt. Der große Zulauf, den die Montagsgebete seit kurzem erfahren, ist für Elisabeth Nahendorf vom Stadtökumenekreis Dresden ein Zeichen dafür, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, über ihre aktuellen Anliegen zu sprechen. Sie haben vor allem neuen Zulauf bekommen. Für uns war die Bedeutung immer da, dass wir gesagt haben, montags ist ein Ort, wo man sich treffen und beten und die Gedanken, die man über die Woche mit sich trägt, auch über die Anliegen, die die Welt und die Stadt bewegen, mitzubringen und auszusprechen. Und seit 3 Wochen jetzt erleben wir, dass offensichtlich viele andere Leute dieses Bedürfnis auch haben. Das Friedensgebet findet auch künftig jeden Montag um 17 Uhr in der Kreuzkirche statt, so auch am 29. Dezember, am 5. Januar und an den weiteren Montagen im Januar und Februar. Nicht geben wird es dagegen am kommenden Montag eine Pegida-Demonstration. Für den 5. Januar plant das asylkritische Bündnis dann wieder eine Kundgebung. Weitere Meldungen des Tages gleich für Sie kompakt.
bekommt eine Bank, die jeder versteht. Da fließt das Geld in die heimische Wirtschaft. Die kommen von hier. Da kennt man sich eben. Keine unkalkulierbaren Risiken. Deswegen wissen die auch, was wir hier brauchen. Thomas, ist da fertig, Ihre Bank. Aber die heißen doch gar nicht Bank. Sparkasse. Der Unterschied beginnt beim Namen. Das Team der logopädischen Praxis Schreiber sagt Danke für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen Patienten sowie den Ärzten und Schwestern eine glückliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Logopädische Praxis Schreiber. Auch im neuen Jahr die Spezialisten zur Behandlung von Sprach-, Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen. Hoyerswerda-Altstadt, Schulstraße 15, im Haus der Konrad-Zuse-Akademie und in Königswartha, Kastanienring 43. Die Wochen vor Weihnachten sind meistens ziemlich stressig. Geschenke müssen ausgesucht werden, viel eingekauft. Daher wollten wir wissen, wie sieht bei Ihnen zu Hause eigentlich der perfekte Heiligabend aus, an dem Sie wunschlos glücklich sind? Wunschlos glücklich? Ja, wir sind in unserem Alter, da ist die Gesundheit steht im Vordergrund. Und wenn das hinhaut, sind wir glücklich. Und dann zwar die Kinder, die Enkelkinder, die Urenkel. Und das in ein Paket, dann sind wir glücklich, wenn die alle gut geht. Familie zusammen. Einfach nur schön zusammensitzen. Reicht doch, oder? Braucht man keine riesen Geschenke? Im Rahmen der Familie ein schönes Abendessen noch und gemütliches Zusammensein. Spielen mit dem Enkel. Das wär's eigentlich. Ja, wenn die ganze Familie zusammen ist, wir können alle zusammen feiern. Das ist schön. Das ist das Beste. Heiligen Abend. Bis alle da sind. Wenn wir alle zusammen sind, ja. Ja, wenn ganze Familie zusammen ist. Enkel, Kinder, Urenkel. Mit meiner Freundin zusammen. Und gute Geschenke, sag ich mal, dass sie sich drüber freut. Ja. Mit der Familie. Und so, keine Probleme haben. Dass meine Familie zusammen ist und dass wir alle gesund sind. Ja, und natürlich auch was Schönes zu essen gibt, ist klar. Doch, machen wir jahrelang schon immer gemeinsam mit den Kindern beschenken und dann Heiligabend bei uns, bei den Eltern essen. So ist unser Ablauf am Heiligabend eigentlich immer. Vorher in die Kirche gehen, im Ort, und dann danach beschenken und Abendbrot zusammen essen. Mit Familie. Mit Freunden, also meine Freundin, sie. In Liebe halt. Ohne Fernsehen. Wir sind doch so glücklich. Da braucht nicht unbedingt Heiligabend sein. Aber in Familie ist immer gut. Die Zeit des Budenzaubers in Sachsen nähert sich dem Ende. Die großen Weihnachtsmärkte werden wieder abgebaut. Der Leipziger war bereits heute geschlossen. Der Striezelmarkt in Dresden ist am Heiligabend noch bis 14 Uhr geöffnet. In Annaberg-Buchholz und Chemnitz gibt es heute die letzte Möglichkeit für einen Besuch. Hier und da werden zwischen Weihnachten und Neujahr noch kleinere Weihnachtsmärkte in Sachsen zum Bummeln einladen. Und auch diese Themen könnten Sie interessieren. Der Hoyerswerda Haushaltsplan ist wie angekündigt auf der städtischen Homepage veröffentlicht worden. Demnach kann 2015 ein positives Ergebnis erwartet und auf die Fortschreibung der bis dato geltenden Sparmaßnahmen verzichtet werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte mit 832 Euro pro Einwohner weiter gesenkt werden. Das Investitionsprogramm ist ab Seite 95 im dritten Teil der PDF-Dokumente zu finden. Der Plan ist übrigens ab dem 5. Januar auch im neuen Rathaus in Papierform einsehbar. Zwei Tage später findet dann die geplante Bürgerversammlung dazu statt. Einen Link zum Haushalt gibt es auch auf unserer Homepage unter elsterwelle.de. Einen Schaden von fast 9.000 Euro hat ein unter Drogen stehender Autofahrer in Hoyerswerda verursacht. Der 35-Jährige war am Montagabend an der Kreuzung Bautzner Allee Niederkirchner Straße auf einen Renault gefahren, der bei Rot gehalten hatte. Dessen Fahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt. Ebenfalls unter Drogen wurde ein 21-Jähriger am Grünewaldring in Hoyerswerda erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Anzeichen und unterzogen den Fahrer einem Schnelltest, der positiv ausfiel. Sollte die Blutprobe das Ergebnis bestätigen, drohen mindestens 500 Euro Bußgeld, ein einmonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg.
Zwei Hoyerswerder sind in Bad Muskau mit verbotenen Böllern erwischt worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurden bei den 21- bzw. 31-Jährigen 220 Knaller sichergestellt. Da es immer wieder Verstöße gegen die Einfuhr aus Polen gibt, werden auch in den nächsten Tagen verstärkt Kontrollen durchgeführt, wird angekündigt. Der Landkreis Bautzen hat sein Soll bei der Aufnahme von Asylbewerbern erfüllt. 2014 wurden 716 Menschen aufgenommen, informiert die Verwaltung. Derzeit leben im Landkreis mehr als 1000 Flüchtlinge. Die Notunterkunft in der Sporthalle in Großröhrsdorf konnte zwischenzeitlich leergezogen werden. Die 39 dort untergebrachten Asylbewerber sind auf freie Plätze in Gemeinschafts- und Wohnungen im Landkreis verteilt worden. Der Anteil an dezentraler Unterbringung beträgt aktuell 22%. Das Expert Electronic Service Center aus Hoyerswerda ist offenbar weiter auf Expansionskurs. So wurde jetzt am Montag im Cottbus Center Silo ein neuer Expert Elektronik Fachmarkt eröffnet. Dass die Entscheidung richtig war, zwei Tage vor Weihnachten den Markt zu eröffnen, zeigte die enorme Resonanz der Kunden. Über 500 Kaufwillige standen bereits um 6 Uhr morgens Schlange. Der Cottbuser Expertmarkt ist neben Senftberg und Görlitz die mittlerweile dritte Filiale des Hoyerswerda Unternehmens. Für die Wochenmärkte auf dem Lausitzer Platz sowie in der Altstadt in Hoyerswerda können sich wieder Händler anmelden. Die Anträge auf eine Platzzuweisung für das erste Quartal müssen bis zum 9. Januar im Bürgeramt in der Dillinger Straße eingegangen sein, wird informiert. Die Markttage werden wie bisher durchgeführt. Die Hochschule der Sächsischen Polizei veranstaltet am 15. Januar einen Tag der offenen Tür. Dort werden Beamte für die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes ausgebildet. Ab Oktober 2015 erfolgt dies in einem neuen Studiengang, der nach dreijährigem Studium mit dem akademischen Grad eines Bachelor of Arts Polizeivollzugsdienst abschließt. Weitere Einzelheiten gibt es auf unserer Homepage unter elsterwelle.de. Jetzt kommt eine gute und eine schlechte Nachricht. Am Tag vor Heiligabend gibt es von Schnee keine Spur, aber voraussichtlich am Wochenende nach Weihnachten wird der Winter Fahrt aufnehmen. Die Aussichten für die nächsten Tage, die haben wir am Ende der Drehscheibe. Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung. Und ganz ohne Gebühren. Weihnachten in Familie.
Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Das Jahr 2014, das neigt sich dem Ende. Überall, aller Orten wird Bilanz gezogen. Auch wir wollen das machen, jetzt mit dem Oberbürgermeister von Kamenz, mit Roland Danz. Und da lese ich gerade hier, Kamenz, neue Stadt, neues Glück. Herr Danz, wie glücklich war denn das Jahr 2014 für Kamenz und für die Ortsteile? Nach einem sehr repräsentativen Umfrageergebnis und im Voting von über 12.000 Teilnehmern hat sich herausgestellt, dass Kamenz die Stadt ist, in der die glücklichsten Menschen leben, zumindest in Städten größer 10.000 Einwohner. Das hat uns sehr gefreut. Es ist ein wunderbarer Ausdruck eines Charmes, der da nach außen dringt an der Stelle. Aber vor allem, dass es die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen, die hier wohnen, die hier leben, ihren Alltag verbringen, selbst zu empfinden. Wie wird das untermauert? Was ist denn an wichtigen Projekten geworden in diesem Jahr? Ich gebe zu, dass ich, bevor unser Interview begann, noch mal wirklich ganz kurz überlegen musste. Und das hat seinen Grund, weil einfach auch im Jahr 2014 eine ganze Menge passiert ist. Und wenn ich da an den Sommer denke, an die Einweihung des Wasserspielplatzes in dem früheren Stadtbadgelände in unserem Kinder- und Freizeitpark, der ja vom Kinderschutzbund betrieben wird, an das Gewusel, das kann ich mich so erinnern und das kommt mir jetzt so richtig bildhaft eben wieder ein. Es war übrigens eine Investition, die wir mit Hilfe von Städtebaufördermitteln auf den Weg bringen konnten. Und die Kinder danken es uns. Das war ein wichtiger Punkt für die Innenstadt. Wir sind froh und dankbar, dass wir gerade im Bereich der Unterstützung von Sportvereinen eine ganze Menge schultern konnten. So konnten wir jetzt in Gelenau die neu innensanierte Sporthalle in Betrieb nehmen im Ortsteil. Wir konnten in Thonberg einen neuen Hartplatz für die Fußballer dieses Jahr übergeben. Und als großen Infrastrukturbrocken ist es uns gelungen, die Saarstraße, die Verbindungsachse zwischen dem Stadtteil Kamenz-Ost und der Nordostvorstadt, in einen völlig neuen Zustand zu bringen, was immerhin fast etwa knapp 2 Millionen Euro gekostet hat mit unterirdischer Bauwirtschaft. Also im Schnitt sind wir in der Lage gewesen, in den letzten Jahren jährlich zwischen 3 und 4 Millionen Euro in die Infrastruktur unserer Stadt zu investieren. Es gibt sicher noch viel mehr Sachen, die Sie aufzählen könnten. In der Kürze der Zeit kriegen wir das aber nicht hin. Was ist denn 2015 alles geplant? Wir wollen dem Stadtrat den doch erfolgreichen Weg der Vergangenheit für 2015 vorschlagen und um den fortzusetzen. Und der heißt für uns, dass wir investieren aus eigener Kraft mit Hilfe von Landesfördermitteln, Bundesfördermitteln, aber dass wir investieren ohne einen Euro Neuverschuldung. Das ist eine gute Voraussetzung für unsere Stadt. Wir haben da in der Vergangenheit unsere Verschuldung sehr, sehr nach unten drücken können. Und als große Vorhaben stehen im Raum die Frage, die zu klären ist, einer Sanierung des Schulhortes in Wiesa oder eines Neubaus. Es ist auch die Überlegung sehr fest verankert, in den Sportplatz der Grundschule in Wiesa zu investieren. Und wir werden auch im Jahr 2014 die Planung für den Sportplatz, für die Erneuerung des Sportplatzes im Bereich unserer größten Grundschule voranbringen. Und ich wünsche uns, dass wir im Jahr 2015 die Entwicklung der Schulstandorte in Kamenz, also des Gymnasiums sowie der Oberschulen, beziehungsweise besonders der zweiten Oberschule, voranbringen können und dass wir in der Hinsicht ein tragfähiges, mit dem Landkreis Bautzen gemeinsam entwickeltes Konzept umsetzen können, das letztendlich in der Zielsetzung mündet, sowohl für die zweite Oberschule als auch für das Gymnasium die entsprechenden Standortbedingungen herzustellen, langfristig herzustellen. Für das Gymnasium wird das dann heißen, dass es in die Innenstadt zurückkehrt. Herr Danz, die letzte Frage zielt auf den persönlichen Bereich des Lebens ab. Was war das Highlight für Sie persönlich 2014? Zunächst
ein ganz gewöhnliches, für manchen vielleicht doch ungewöhnliches Highlight, wenn man es überhaupt so ausdrücken kann, ja, dass die Familie gesund ist und dass wir einfach den guten familiären Zusammenhalt im Jahr 2014 gelebt haben, weiterhin gelebt haben und den werden wir auch weiterleben. Aber der besondere Höhepunkt war zweifelsfrei der Besuch unserer Tochter in Peking in China. Also das Land zu erleben, das eben weniger als normal und Durchschnittstourist, sondern ein Stück weit auch mit Berührung, das war etwas ganz Besonderes. Und unter dem Eindruck stehe ich hin und wieder noch. Herr Danz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie persönlich alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und wünsche auch Kamenz, dass denn alle Vorhaben, die Sie eben genannt haben, auch gelingen mögen im Jahr 2015. Ich wünsche natürlich, das ist ganz klar, um diese Zeit, den Hörerinnen und Hörern von Radio Elsterwelle, den Zuschauern im Fernsehfunk eine besinnliche Adventszeit und friedvolle, schöne, ruhige, gelassene Weihnachtsfeiertage. Und dann bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Tanzen und feiern kann man am ersten Weihnachtsfeiertag bereits in der Kufernheuerswerda. Der Festtagsbraten kann hier abgetanzt werden. Die Christmas Dance Party beginnt um 21 Uhr. Zum 14. Ganzabrennen lädt der SV Aufbau Deutsch Baselitz am zweiten Weihnachtsfeiertag ein. Erwartet werden mehr als 200 Teilnehmer. Jeder kann mitmachen. Dabei ist es egal, wie man die 5 Kilometer Strecke rund um den Großteich bewältigt. Scharfer Start ist 10 Uhr. In der Lausitzhalle Hoyerswerda steigt am Freitag der traditionelle Weihnachtstanz. Die Ü30-Party beginnt um 21 Uhr. Im Hoyerswerda Zoo gibt es am Samstag wieder die beliebte Weihnachtsführung. Die zoologische Leiterin Katrin Witzenberger begleitet die Besucher. Start ist um 10 Uhr. Im Cinemotion in Hoyerswerda laufen in der neuen Programmwoche unter anderem das Drama Exodus, Götter und Könige in 3D, der Film Honig im Topf von Till Schweiger und das Familienabenteuer Bibi und Tina voll verhext. Am Sonntag lädt der Skatclub Sachsenasse zum Jahresabschlussturnier ein. Gespielt wird ab 14 Uhr in der Gaststätte Heideland in Naab. Es werden 100% des Startgeldes als Preise ausgeschüttet. Auf den Sieger warten also 150 Euro. Gespielt wird auf Wunsch mit Deutschenblatt. Licht und Wärme für zu Hause und das bei jedem Wetter. Versorgungsbetriebe Hoyerswerda, VBH, wir machen das. Heute Nacht viele Wolken, aber meist trocken bei 10 bis 6 Grad. Heiligabend bleibt es trüb bei 8 bis 11 Grad. An den Weihnachtsfeiertagen gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. In der Nacht zum Freitag Schauer teils als Schnee oder Graupel. Am Wochenende neben Wolkenfeldern auch längere heitere Abschnitte, kaum Niederschlag, aber insgesamt eher kalt. Licht und Wärme für zu Hause und das bei jedem Wetter. Versorgungsbetriebe Hoyerswerda, VBH, wir machen das. Liebe Zuschauer, das war die letzte Drehscheibe vor den Feiertagen. Morgen startet unser Weihnachtsprogramm. Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches Fest. Bis bald. Tschüss.